Warum bekommen wir im Alter Falten? Manche Menschen bleiben bis ins hohe Alter quasi faltenlos, während andere Gesichter haben, die von tiefen Falten und Furchen durchzogen sind. Eine Vielzahl an Faktoren trägt dazu bei, ob und in welcher Ausprägung wir ab etwa Mitte 20 Falten bekommen. Zu den intrinsischen, also aus dem Körperinneren abstammenden Faktoren, die wir kaum beeinflussen können, zählen hormonelle Störungen in den Wechseljahren und Allergien. Außerdem nimmt die genetische Veranlagung einen großen Einfluss. Die Lederhaut spielt dabei die entscheidende Rolle. Sie besteht unter anderem aus den Bindegewebsfasern Kollagen und Elastin. Das Kollagen sorgt bei der jungen Haut für Stabilität und Elastin für die Dehnbarkeit des Bindegewebes. Je stärker unsere genetische Veranlagung zur Faltenbildung ist, umso weniger Kollagen und Elastin befindet sich im Alter im Gewebe. Die Haut verliert dann an Geschmeidigkeit, Spannkraft und Struktur. Falten entstehen. Unsere genetische Veranlagung ist sicherlich ein Faktor für Falten. Aber der größte Teil der Hautalterung wird vor allem durch äußere, extrinsische Einflüsse hervorgerufen, die wir beeinflussen können. Hier ist insbesondere die Schädigung der Haut durch übermäßige Sonneneinstrahlung zu nennen. Die schädliche UVA-Strahlung dringt tiefer in die Haut ein und bewirkt in der Lederhaut die Produktion von Enzymen, die die Kollagenfasern schädigen und damit die Straffheit der Haut reduzieren. Neben der Sonneneinstrahlung sorgen besonders Alkoholkonsum und Rauchen für ein vorschnelles Altern der Haut. Auch Faktoren wie Hitze und Kälte, zu viel Stress, eine ungesunde Ernährung und zu wenig Schlaf lassen uns älter aussehen, als wir sind. Wenn du wissen willst, was du grundsätzlich gegen das Altern tun kannst, schau dir dieses Video an.